Hallo Welt, da sind wir wieder, hier in Good Neighbor und um genau zu sein, im Hotel Rexford. Ja, unser Buddy ist jetzt mit Rezepten voll bestückt. Wir haben in den letzten Folgen es geschafft, alle Rezepte zu finden bzw. zu stehlen und ihm dann zu geben. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Ja, da haben wir auch alles rausgenommen schon am Ende der letzten Folge. Und wir haben 12 Stunden bisher geschlafen. Schauen wir doch mal, wir sind mal nicht so geizig und gehen hier schlafen. Geschichten. Das hier ist ein Hotel, kein Armenhaus. Wir müssen auf der vollständigen Bezahlung der Räume bestehen. Keine Rabatte, keine Ausnahmen. Ja, dann mieten wir hier mal ein Zimmer. Ich nehme eins. Dein Zimmer ist im obersten Stock. Wenn du im Gang stehst, ist es der letzte Raum auf der rechten Seite. Boah, da könnten wir aber genauso gut auch im obersten Stock. Das sah jetzt gerade für mich aus wie eine Figur, die da irgendwie so kniet in der Wand. Es ist nur ein Stein. Der rechteste Raum auf der rechtesten Seite. Ja. Das ist kein Fremdschlafen. Hier dürfen wir schlafen, scheinbar. Also nochmal, 12 Stunden erstmal und wir gucken, was Buddy dann leistet. Das sind dann insgesamt 24 Stunden. In der letzten Folge geschlafenen Zeit sind es 24 Stunden dann. So, die sind vergangen. Oh, da wären wir nie wieder rausgekommen. Da oben ist so eine Fahrstuhltür, ungesichert, geöffnet. Und man kann in den Fahrstuhlschacht fallen. Oh, was ist denn das schön? Dein Zimmer ist oben, im obersten Stock. Langer Gang, die letzte Tür auf der rechten Seite. Ja doch, wird hier das jetzt immer sagen. Hotel Register, Passwort. Buddy, 24 Stunden. Hey, Kumpel. Wie geht's denn so? Entschuldigen Sie, da hat's gerade gegärt. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Pft, da hat's gegärt gerade. Okay, ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Nein, es ist noch nichts drin, also gehen wir nochmal 24 Stunden schlafen. Willst du ein Zimmer? Wend dich an Claire vorne am Empfang. Dann hat sie wenigstens was zu tun und geht mir nicht auf die Nerven. Ja, ja, alles ist gut. Letztes Zimmer, rechte Tür, okay. 12 Stunden nochmal. Dann sind wir schon bei 36 Stunden. Mal sehen, was da dann passiert jetzt in der Zeit. Pft, hat er gemacht. Oh, das ist dunkel. Was? Ich mache hier nur sauber. Was ist denn mit örtlicher Mannschaft? Haben Sie das Spiel gesehen? Ach, guck an, er hat neue Sprüche. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Erstmal gucken wir nach dem Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Haha, jetzt hat er es. Ja, wobei ich sagen muss... Oh, das sind... Das sind 40 insgesamt, wenn ich das hier richtig sehe. Ja, mit einem Rezept hätte er eben 40 von einer Sorte gemacht, aber die sind alle eiskalt jetzt. Waren die vorher auch schon immer eiskalt? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja gut sogar, dass die eiskalt sind und er hat auf jeden Fall neue Sprüche drauf, meine ich. Hey, Kumpel. Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Ja, gibt es noch mehr Rezepte? Weißt du, wo ich neue Rezepte finden kann? Sie sollten beim Händler nachfragen in Bars und Restaurants. Vor Ort könnte es auch welche geben.
ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Dann erzähl mal einen Witz. Erzähl mir einen Witz. Fragt der Barkeeper, warum so ein langes Gesicht? Kommt ein Pferd in die Bar? Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Witz? Das war jetzt irgendwie, die Pointe war jetzt irgendwie ein bisschen daneben, oder? Nun, wir wissen jetzt aber eines, 36 Stunden dauert es, bis unser Buddy etwas gebraut hat. Wahrscheinlich. Er hatte ja andere Sachen drin, daran kann es auch gelegen haben, dass es etwas länger gedauert hat. Wir können das folgendermaßen rausfinden. Wir gucken jetzt nochmal rein. Ein Bier. Kalt und erfrischend. Es ist ja jetzt nichts drin, okay. Und dann gehen wir nochmal 12 Stunden schlafen. Das wollen wir doch ganz genau jetzt wissen. Es geht ja auf unsere Zeit, aber wir sind sowieso schon über 200 Jahre alt. Da kommt es dann auf ein paar 12 Stunden. Oh, wir dürfen hier nicht mehr schlafen. Okay, dann mieten wir eben nochmal ein Zimmer. Ich glaube, das geht immer noch... Halt! Das geht immer noch schneller als rein und raus und rein und raus bei Kent schlafen zu gehen. Okay, überwinden wir unseren Geiz mal. Dafür dürfen wir auch die Glocke bimmeln. Oh, du bist es. Wirst du heute bei uns übernachten? Wir übernehmen keinerlei Garantie für Privatsphäre oder die Sicherheit deines Eigentums. Da würde ich doch kein Zimmer nehmen, wenn die so nett sind. Okay. Da sind deine Kronkorken. Ganz oben. Langer Gang. Letzter Raum auf der rechten Seite. Habt ihr nur das eine Zimmer, das ihr vermietet? Kann ich das sein? Ich will hier nur sauber machen. Ich dachte, man bekommt hier immer ein anderes vielleicht? Jetzt können wir hier aber schlafen. Nochmal 12 Stunden? Ja, klar. Machen wir das nochmal im 12-Stunden-Takt und gucken, ob er dann schon etwas gebraut hat vielleicht. Aber irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass er dennoch irgendwo mehr brauen müsste. Das ist ja eine ganz krumme Zahl da, die einen 7 von den einen 7, von den anderen 6 nur, 2 mal 6. Ich bin so. Buddy. Hey, Kumpel. Schön, Sie ich mache hier nur sauber. Sehen. Ist Ihnen nach einem kühlen, blonden oder einem coolen Biss? Ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Okay, dann scheint es erstmal nichts damit zu tun zu haben, oh, dass er kühlt. Oh nein. Oh nein! Was? Nichts! Irgendwas? Und das hätte jetzt. Mit meinem Partner Fred Allen. Unsere Auswahl ist zwar nicht mehr ganz so gut wie früher. Das hätte jetzt ins Auge gehen können. Nochmal 12 Stunden, dann haben wir also 24 Stunden. Und. Ja, vielleicht liegt es wirklich an den 36 Stunden. Nach 12 Stunden. Hätte ja noch mal was gären können, aber das ist ja auch albern, wenn die gleichen Sprüche dann immer und der immer Junge wieder kommen. Ganz anständige Camps zusammen. Kinder Cripple Greentop wird angegriffen. Wir könnten uns ja schon mal Gedanken machen, was wir als nächstes vielleicht für eine Siedlung ausbauen wollen. Das, hey Kumpel. Hey Kumpel. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Na, also nach 24 Stunden ist noch nichts drin. Gut. Dann nehmen wir mal... Ja, also nicht... Nochmal 12, das wäre dann wie in Diamond City damals 36. Oh nein... Na, wir können ja auch warten, denke ich. Oder? Warten könnte einen anderen Effekt haben, meine ich. Nein, warum? Zeit ist Zeit. Hauptsache die Zeit geht rum. Ich will hier nur sauber machen. Also 6 Stunden oder 12 Stunden? Oh, wir können ja mal 6 Stunden, 30 Stunden wir da brauchen. Das haut aber nicht hin, was ich da sage, oder? 12 und 12, 24, das verstehe ich ja noch. Aber dann nochmal 12 sind 36, ja, ist doch richtig.
36, nicht 32. Ja, dann warten wir 6, dann haben wir 30 Stunden gewartet. Hey, Kumpel. Lange nicht gesehen. Allerdings. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Ein Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Nein, nichts. Also nach 30 Stunden ist noch nichts passiert. Wir warten aber brav weiter. Nochmal 6 Stunden. Dann sollte es aber was geben. Buddy! Hey, Kumpel. Entschuldigen Sie, da hat's gerade gegärt. Möchten Sie lachen oder ein kaltes Getränk genießen? Ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Ah, da hat's gegärt und ja, 36 Stunden scheint das Zauberwort zu sein. Und was haben wir denn jetzt? Wir haben ein Ale, 1, wir haben ein Brew, 2, wir haben ein Lager, 3, und wir haben ein Pale, 4, und wir haben das Pilsner, 5, ja, und das Stout haben wir auch, 6. Na schön, mehr Rezepte gibt es nicht. Diesmal hat er, das ist vielleicht zufallsbedingt, wie er das braut. Denn ich meine, beim letzten Mal hatte er Pale und Brew hatte er weniger. Diesmal hat er weniger von Ale und Brew. Wir nehmen alles. Warum auch nicht? Ja, so eine Maschine bräuchten wir bei uns in der Siedlung. Schade, wir haben das irgendwie nicht hinbekommen, ihn in unsere Siedlung zu locken damals. Sonst hätten wir das mit Sicherheit gemacht. So, aber da wir jetzt schon mal hier sind und lange gewartet haben, können wir doch hier gleich noch ein paar Kronkorken abgreifen. Wenn alle meine Kunden du wären, das wäre echt voll geil. Ich habe hier jede Menge Camps, die auf einen neuen Besitzer warten. Ja, super. Klar, ich schaue es mir an. Du wirst es lieben. Vertrau mir. Na gut, dann vertrauen wir ihm mal. Addictol hängt alle, nein, heilt alle Abhängigkeiten. Blutpaket nehmen wir auch. Fury hat er, das ist sehr selten, meine ich. Erhöht den Nahkampfschaden um 50%. Haha! Ja, natürlich, das nehmen wir. Orange Mantets nehmen wir auch. Diesmal hat er aber wirklich außergewöhnliche Sachen. Psycho Buff. Ja, muss ja jetzt nicht sein, oder? Wir müssen ja nicht unbedingt jetzt unser Geld hier lassen. Na, nehmen wir das mal mit. Wir haben zu viel. Bekommen wir nicht Punkte dafür, wenn wir hier Handel betreiben? Wir haben ja nur noch so wenig aufbereitetes Wasser. Moment, wie viel ist das? Das ist ja gar nichts wert. Oh mein Gott. Beinahe, liebe Welt da draußen, beinahe wäre was schiefgegangen. Wir sind ausgehungert, leicht dehydriert und überladen. Ja, das bedeutet, wir dürfen die Nudelschale essen, zum Beispiel. Zwei. Okay, 3. Nein, 4. Na gut. 6 Nudelschalen und uns geht's erst gut. Wie sieht es denn jetzt aus? Ja, wenigstens sind wir auch nicht mehr müde. Also das haben wir auch hinbekommen. Und Charisma haben wir zwar nur 13, aber ich glaube, das reicht auch. Diesmal keine 16 oder 17, was wir letztens da hatten. Danke nochmal, dass du diesen Job bei Lucigen übernommen hast. Diese Verbindungen sind echt kompliziert, aber ich komme schon noch dahinter. Naja, egal. Brauchst du ein paar Camps? Richtig. Klar, ich schau mal, was du hast. Oder nein, die haben wir ja schon. Das wird sicher super. Wir wollen was anderes. Was wollen wir denn? Die Kronkorken zurück, wenn's geht. Schwupp, das geht. 16 Kronkorken pro Einheit Wasser, das sieht doch schon ganz gut aus. Ach komm, den einen Kronkorken verschenken wir hier mal.
Hey. Das entspricht allerdings nicht unserer Natur. Rufus, wir schauen uns dein Angebot mal an. Ich schau mir das Angebot mal an. Ich zeig dir, was ich habe. Rufus. Armeeuniform. Nun gut. Antimikrobielle Kräuter, das ist doch schön. Ein Bier, ein warmes. Blutpakete. Na gut. Bläfligenfleisch und Brahminfleisch. Eichhörnchenbissen nehmen wir mit. Oh ja, so ein bisschen Gwinnett auch noch. Eichhörnchenbissen. Das war's dann erstmal damit. Brennstoff nehmen wir auch gleich schon mal. Ach Gottchen. Das wird wohl eine Weile dauern jetzt, was? Ach, so viel hat er gar nicht diesmal. Also gut, okay. Wasser darf er dann dafür auch haben. Einmal in unsere Wassertasche greifen, der Herr. Ja, und er bekommt schon zwei. Ja, das können wir aber nicht verantworten, oder? Naja, komm, dann bekommt er zwei Kronkorken. Trinkgeld. Ja, ich sag's mal so. Jetzt sind wir durch die Tür geschritten hier. Wir gehen nochmal bei Kent schlafen. Sonst wäre ich oben ganz gerne nochmal. Dann geh zu Daisy's Discount. Sonst wäre ich nämlich oben ganz gerne nochmal schlafen gegangen. Ja, nach wie vor. Und das mit dem ganzen Schlafen, das ist natürlich schon irgendwo zeitaufwendig ein bisschen. Boah, wir hetzen ja uns sowieso nicht ab. Aber kann man hier nicht sitzen? Das leuchtet so schön hinten. Das, ja, das ist vielleicht, nein, zeitaufwendig nun ja, wir hetzen ja nicht und... Hey, Kent, mit deinem Bett stimmt irgendwas nicht. Wir haben uns gleich eine Infektion hier zugezogen. So geht's ja nicht. Aber ich sag's nochmal, es geht eher darum, dass wir periodischen Schaden haben. Wir periodischen Schaden. Eieiei. Also darum geht's. Worum geht's nochmal? Ja, das stürzt doch ganz gerne mal ab dann. Und wenn man oft schlafen geht und abspeichert, dann hat man da ein paar bessere Schneidepunkte. Das mit den Krankheiten, da bin ich so überhaupt gar nicht so einverstanden damit. Ja gut, man könnte jedes Mal vorher Kräuteraufputschmittel oder so etwas nehmen. Nehmen wir jetzt Antibiotika. Nehmen wir jetzt Antibiotika. Und etwas Wasser. Müde sind wir zwar immer noch und die Aktionspunkten-Regeneration von -5% ist nicht so schön, aber wir können erstmal weiter. Die Müdigkeit hat uns also. Ich tippe mal drauf, dass wir jetzt nach Good Neighbor gleich werden. Also wir werden bei Daisy und bei Cleo hier noch Handel betreiben ein wenig. Keine Sorge. Ich teste die Waffen nur an Kunden, die ich nicht mag. Sieh dich in Ruhe um. Ach so. Klar. Ich schau's mir an. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. Anschließend tippe ich mal drauf, wenn wir hier eingekauft haben, dass wir dann nochmal nach Bunker Hill gehen, um dort dann einzukaufen und schlafen zu gehen. Ja, ich bin fast schon dafür, dass wir hier diese bleiverkleidet und Polymer verbessert verstärkte Kampfrüstung, dass wir die kaufen. Hier unten, naja, wenigstens Polymer verbessert.
Dann haben wir aber nachher so viele Mods übrig, wenn wir das irgendwie rausziehen. Hier die verstärkten Sachen ersetzen gegen Bleiverkleidete. Ich bin fast dafür, dass wir die kaufen, wo wir jetzt einmal dabei sind. Denn für den Preis, ja, kann man sich auch selber herstellen. Aber hier die ballistische Faser. Ach, das dauert ja ewig, bis wir da genug haben für all unsere Siedler. Ich glaube, im Bootshaus, Teffington Bootshaus, da läuft auch noch ein Siedler ohne anständige Kleidung rum. Nur, da werden wir aber bald, haben wir aber Brennstoff reichlich massig genug. Das war jetzt wirklich alles, was Cleo für uns hier hat. Die zwei Sachen da, keinen Baseballschläger oder so etwas, ein Gaussgewehr vielleicht. Ja, wir sollten die Siedler richtig gut ausrüsten. Aber in welcher Siedlung würden wir denn gerne Siedler mit Gaussgewehren rumlaufen haben? Ich bin nach wie vor dafür, dass wir sie mit Plasmawaffen ausrüsten, so wie wir es in Teffington Bootshaus schon gemacht haben teilweise. Und die findet man ja auch nicht so häufig. Also danach könnte man jetzt vielleicht auch mal gucken. Hier ist was. Plasma. Ja, und das hat natürlich einen Grund mit den Plasmawaffen, nämlich, ach, das Gaussgewehr nehmen wir jetzt auch mal, fertig. Nämlich hat es den folgenden Grund, dass wenn unsere Siedler etwas abwehren mit Plasmawaffen, dann besteht eine geringe Chance, dass wir daraus aus den Plasmawaffen, dann können wir auch gleich die Plasmamunition hier kaufen, dass sie aus den Plasma getöteten Kreaturen, Lebewesen, Menschenraidern, dass da eben nukleares Material bei rauskommt noch. Eine gute Chance hat man dafür. Ja, aber wenn es jetzt auch um die Plasma-Geschichten geht, dann werden wir unser Wasser doch schon los hier, ziemlich bald. Ach, das passt ja. Ach so, nein. 1000 Kronkorken-Tipp wollen wir natürlich nicht geben. Willst du Zeug loswerden? Dann geh zu Daisy's Discount. Wer hat das hier rumgeschleudert? Lag das nicht hier oben drauf? Da kannst dich gar nicht an mir und meiner tollen Figur satt sehen, was? Nein? Dann wirst du wohl was kaufen müssen. Oh, werde ich wohl. Zeig mal, was du so hast. Hält alles, garantiert. Bis es nicht mehr hält. Das die am Aussagen hier. Okay, jetzt haben wir doch haben wir den wieder gekauft. Den Baseballschläger. Dreifach-Raketenwerfer könnten wir natürlich auch mal an die Siedler verteilen, aber... Nee. Die machen ja nur alles kaputt dann damit. Na, ich denke mal, so oft werden wir wohl gar nicht hin und her laufen müssen. Also wenn wir könnten auch direkt jetzt nach Diamond City, da kann man sowieso noch mehr einkaufen als hier, aber keine ballistische Faser. Und das ist ja eben das. Ballistische Faser bekommen wir hier. Zudem noch genug Baumaterial für unsere nächsten Bauprojekte. Ja, nächste Bauprojekte. Ich weiß immer noch nicht, welche Siedlung wir da in Angriff nehmen. Ja, wir könnten eigentlich auch von oben nach unten gehen, aber manchmal habe ich auch so eine ganz bestimmte Vorstellung und Spaß einfach daran, eine ganz bestimmte Siedlung fertig zu machen. Entscheiden wir das mal lieber spontan
Und gucken mal, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen dazu entscheiden, die Siedlungen weiterzubauen. Ja, das sieht doch gut aus mit dem Wasser und mit uns geht's weiter Richtung Bunker Hill. Da werden wir Handel betreiben können mit Depp, vielleicht noch mit Stockton und vielleicht noch mit, wie heißt sie? Die Ärztin, vielleicht sogar auch noch mit Lucas Miller. Verzeihung, Lucas Miller käme mir schon sehr gelegen, da er ja auch ballistische Faser hat. Oswald Zylinder verzichten wir jetzt mal drauf. Was klebt da oben eigentlich an der Luft, an der Decke? Das ist eine Brücke, da klebt nichts. Brücken, die sind nun mal oft etwas höher gebaut. Fahren wir denn schon da oben? Ist da nicht was Interessantes für uns auch? Es sieht nicht ganz uninteressant aus. Es gibt ja, hier gibt es ja, oder das sieht mir fast sogar danach aus, diese doppelstöckigen Brücken. Das finde ich ja abenteuerlich. Wer kommt denn auf die Idee? Gibt es solche Brücken? Ist das nicht viel zu gefährlich? Ja, das mag sein, aber wurde nicht früher zu normalen Brücken auch schon gesagt, ist viel zu gefährlich? Das Brahmin mitten auf der Kreuzung. Naja, der Mond scheint ja auch. Holst du den Mond an, ja? Sucht seinen Brahmin-Partner. Ganz alleine, ohne Aufsicht. Dürfen die das denn? Ja. Jetzt aber, gibt es Wasser hier? Oha, aber nicht viel. Ja, es gibt Wasser. Und die ganze Nuga-Cola, Sherry und so weiter haben wir hier reingepackt. Ja, und zwar auch nicht ganz ohne Grund, denn wir wollten ja irgendwann nochmal an die Rezepte aus Nuga World gehen. Ja? Ja. Hast du schon mal eine unserer Karawanen gesehen? Das ist ein Spiel mit dem Leben. Jedes Mal. Ja, schade übrigens. Und es sieht so aus. Gammelkala ist hier. Ja. Perfekt. Hey, Carla. Du schon wieder. Willst du handeln? Das sind Händler hier. Klar. Ich schau's mir an. Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Naja, in 200 Jahren wird es keine Seminare mehr geben. Wie wird man der beste Verkäufer oder irgendwie sowas? Oder wie wird man ein guter Verkäufer wenigstens? Eine grüne Kapuze bietet sie hier an. Ich erinnere mich gar nicht dran, dass wir so eine Robin Hood-Kapuze irgendwo haben. Schon? Und dann kaufen wir die doch einfach. 6 nur. Ja, in 200 Jahren, da wird es ziemlich mies aussehen um die ganze Gesellschaft. Aber ich glaube, die bauen das auch schnell wieder auf, alles. Aber was will man aufbauen, wenn es da überhaupt nichts zum Aufbauen gibt? Der schmutzige Trenchcoat. Wir haben den gelben Trenchcoat, glaube ich. Da ist dann nicht mehr viel zum Aufbauen, irgendwann mal. Also wenn da irgendwann ist mal Schluss, dann kann man ja aus Staub schlecht was machen. Und wenn das ganze Wissen verloren gegangen ist, dann sowieso nicht mehr. Red Kaker, Lakenfleisch und Red Skorpionsei. So selten, also kaufen wir es. Whisky. Ja, aber sonst war es das dann auch damit. Gut, den ganzen Schrott wollen wir hier noch mitnehmen. Düngemittel, ja, alles, was sie da hat am besten. Dann geht's natürlich hier auch in die Falle gleich. Und so langsam könnten wir, glaube ich, fast schon anfangen, eine... Wer verkauft eigentlich Plastik? Eine große Brauaktion zu machen. Drogen zu brauen, Drogen herzustellen.
Und zwar Jet. Ich glaube, wir sind soweit, dass wenn wir einmal dieses Wasser alles hier verkauft haben, dass wir dann genug Plastik und Dünger zusammen haben für Jet zum Beispiel. Das Gleisgewehr. Ja, wo ist es denn? Das würde ich ja doch jetzt mal ausprobieren. Ich erinnere mich, wir hatten doch da die Live-Folge damals gemacht. Und Pascal, ich glaube, du fragtest damals nach dem Gleisgewehr. Das hatten wir auch vorbereitet. Dann war die Zeit allerdings, das hat nicht so hingehauen. Ich glaube, wir hatten keine Gleisbolzen oder was gefunden. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Jedenfalls liegt das jetzt immer noch halb fertig irgendwo rum. Und das wollten wir auch mal ausprobieren. Das sollten wir auch mal machen. Aber 135.000... Kronkorken bekommen wir noch dafür, für unser Wasser. Also, da können wir noch ein paar Mal hin und her laufen zu den Leuten. Zu 13 Leuten könnten wir vielleicht noch gehen. Ein paar mehr wahrscheinlich. Wir könnten ja auch noch mal zum Vault 81 gehen. Da gibt es ja auch ein bisschen was. Trinkgeld gibt's nicht, wir sind zu geizig schon. Hey, ich will mich entspannen. Ich war ganz schön lange unterwegs. Hey, das ist gut. Macht es ruhig. Und ja, was sagte ich zu dem Vault? Zu unserem Bunker 88 könnten wir auch noch mal. Harte Arbeit, wie jeden Tag. Scheint wirklich was zu werden. Ich sollte mir das besser mal ansehen. Unterwegs wirst du nicht auf allzu viele Ärzte treffen. Kai, ach ja, richtig. Handeln wir doch erstmal. Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Mal sehen, was ich entbehren kann. Ja, sehr schön. Die Ärzte nämlich haben Glas, naja, und Säure. Jetzt bin ich gar nicht so sicher, wofür wir Säure brauchen. Aber ich sag mal, wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir das auch gleich kaufen. Ja, bei der Railroad, da lohnt es sich, glaube ich, fast gar nicht, dorthin zu gehen. Da sind nur zwei Händler, glaube ich. Einer davon ist auch noch ein Arzt, der hat ja auch nicht ganz so viel. Hoffentlich keinen Ärger. Ja. Depp! Ich weiß gar nicht, wann halt, 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 halt. Was kannst du heute anbieten? Sie ist noch am Handeln zu diesen Zeiten. Ist ja, eigentlich hat sie doch schon Feierabend. Ja, aber es sieht ganz danach aus. Doch, doch. Wie schön, sie verkauft uns noch alles. Ja, sie hat ja richtig teure Sachen. Ich glaube, Gold und Silber verkauft sie auch. Das geht ja dann richtig ins Geld. In die Kronkorken vielmehr. Und den guten Stumpen hat sie da auch noch verkauft. Okay. Ja, so kann ich sagen, fühlt sich das richtig gut an. Wir handeln betreiben die ganze Zeit Handel und werden noch reicher dabei. Hey, wie geht es dir? Muss arbeiten, keine Zeit zum Reden. Alles gut. Wir wollten mal zum alten Stockton hier. Heißt der Stockton? Ja. Nein, er heißt Joe Savoldi. Ja. Was habe ich denn mit dem Stockton? Ich habe jeden Schnaps aus dem Commonwealth. Das ist der Vorteil, wenn man die Lieblingsbar der Karawanenhändler ist. Zeig mal, was du so hast. Hier ist mein Angebot. Warum hatte ich denn Stockton, hatte ich im Kopf, weil letztens doch Lucas Miller oder wer hat gesagt, dass er für den alten Stockton aus Bunker Hill arbeitet. Der alte Stockton liegt bei uns aber irgendwo in County Crossing rum oder vor County Crossing und macht nicht mehr viel. Das ist jetzt gar nicht so witzig, aber ja. Wenn man dran denkt, dass man den vielleicht sonst suchen würde, da ist er.
Bei uns zumindest. Super! Haben wir denn hier schon investiert bei dir? Du hast ja auch so wenigstens ein bisschen was zu essen. Aber das große Handeln, das können wir ja wirklich dann in Diamond City machen. Perfekt. Ich hoffe, die Leute zahlen heute Abend alle passend. Wenn der Erste läuft, ist gar nicht gut. Guckst dir an, wenn du noch nicht in Grey Garden warst. Da wird alles von Robotern betrieben. Ich möchte ein paar Sachen tauschen. Schieß los. Ja, tauschen wollen wir nicht unbedingt. Deswegen, wer ist das denn? Was? Ein Siedler, der sich so getarnt hat. Mit dem Gesichtsschutz, meine ich. Die Leute müssen abwechselnd schlafen. Das macht alle ein bisschen mürrisch. Ich sehe schon, die stehen auch alle hier rum, was? Ja, wie dem auch sei, da müsst ihr noch ein bisschen mit leben. Es wird wahrscheinlich noch den ein oder anderen Tag brauchen, bis wir hier bei euch angekommen sind mit den Siedlungsfolgen. Siedlungen ausbauen. Ja, das wird wohl noch eine Weile dauern. Okay. Jetzt sehen wir doch erstmal zu, dass wir Großhandel betreiben und so viel Schrott und alles kaufen wie irgend möglich. Vielleicht am nächsten Morgen ist schon eine Karawane hier. Ja, Lukas Miller, das wäre mir ganz lieb. Oh. Warum steht die Powerrüstung hier mitten im Weg eigentlich? Haben wir die dahingestellt? Also wenn kein Fusionskern drin ist, dann ja. Ja, es ist keiner drin. Was? Dann waren wir nichts. Dann waren wir das wohl. Scheint wirklich was zu werden. Und weiter geht's. Depp. Depp wird doch jetzt nicht wieder handeln. Das glaube ich nicht. Ich habe bestimmt Sachen, die du gebrauchen kannst. Handeln wir. Zeig mal, was du so hast. Großartig. Ah ja, der ganze Schrott. Das nehmen wir alles mit. Und entweder geht's dann nochmal jetzt nach Good Neighbor, wo ich ja irgendwie schon ein bisschen dafür bin, oder es geht direkt dann weiter nach Diamond City. Von da aus möchte ich ganz gerne zum Vault 81 und von dort aus würde ich sehr gerne dann Richtung Grey Garden. Da kann man auch Handel betreiben noch mit dem Aufseher Green. Nein, mit dem, ja doch, mit dem Aufseher Green, glaube ich, oder Aufseher Braun. Einer von beiden, aber ich weiß nicht welcher. Und von da aus dann zum Drumlin Diner. Naja, so stelle ich mir das mal ganz grob vor. Vom Drumlin Diner könnte man zur Abernathy Farm, aber das lohnt sich mittlerweile fast kaum noch. Connie Abernathy verkauft nämlich Holz und Stahl. Das war früher vor diesem Patch ganz wichtig zu wissen. Für Baumaterial. Ja, momentan fällt das aber nicht mehr so ins Gewicht, weil die meisten Schrotthändler, will ich mal sagen, dazu jetzt auch schon so etwas verkaufen. Was? Suchst du was zum Anziehen? Ganz genau. Dann lass mal sehen, was du so hast. Sag mir, was du haben möchtest. Ja,
Ja, ich gebe ja auch zu. Hätten wir da eine bessere Übersicht über die Kleidungsstücke gehabt und wie sich das hier so verteilt, wie oft welche Kleidungsstücke vorkommen, da hätten wir vielleicht das ein oder andere auch anders gemacht. Wobei ich sagen muss, die Postbotenuniform, das ist für mich das Einzige, was für Versorger, für meinen Geschmack in Frage kommt, da ich ja schon öfter auch gesagt habe, dass ich den Film Postman so schlecht gar nicht fand. Und irgendwie, ja, erinnert mich das so ein bisschen daran. Gut. Sie hätte gerne Wasser, das sehe ich doch schon an ihrer Frisur. Was sie möchte. Peng, Wasser, bitteschön, dankeschön. Jetzt habe ich aber ganz versäumt zu gucken, wie viel bekommen wir denn für das Wasser? Möchtest du handeln? Wollen wir uns ärgern oder wollen wir es erst gar nicht drauf ankommen lassen? Mal sehen, Depp hat sowieso nichts. Ah, es hat noch geklappt mit dem Wasser. Depp hat wahrscheinlich jetzt sowieso nichts. Wir sollten mal eine Kleinigkeit speisen. Ja, da haben wir doch von Takahashi die gelben Nudelschalen hier gekauft. Und zwei Stück, gut genährt und gut hydriert. Hey, du bist es. Nur zu. Ich hab von allem etwas, aus aller Welt. Ja, dann schauen wir mal rein. Dann lass mal sehen, was du so hast. Du findest bestimmt was. Jeder findet was. Sehr gut. Nein, sie hat nichts. Null Kronkorken. Das heißt, sie hat auch keine neue Ware über Nacht bekommen. Das hätte mich jetzt aber auch sehr gewundert. Wäre aber schön gewesen. Hast du schon mal eine unserer Karawanen gesehen? Das ist ein Spiel mit dem Leben. Jedes Mal. Warum? Zerfällt man zu Staub, wenn man die sieht? Oder warum meinst du das? Na, ich verstehe schon, wie du das meinst, aber manchmal kommen da so... Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob werden. Okay, abgemacht. Warum sollte ich auch mit ihnen sprechen? Moment mal. Wo ist denn... Hier. Ja, keine Karawane hier. Also geht's dann jetzt doch nochmal Richtung... Hast du ein Problem? Good neighbor. Nein, wir gucken erstmal, ob wir hier vielleicht noch etwas haben. An Wasser. Null. Kein Wasser. Okay, ein bisschen Munition noch. Und ich gebe es ja zu, wir hätten jetzt Schrott hier lassen können. Sollen wir nicht doch mal gucken bei der Railroad? Ja, das Einzige, was die haben öfter mal so schon gepanzerte... Klamotten, also gepanzerte Laboruniformen oder Laborkittel. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt hin sollen. Es ist ja gleich hier auf dem... Ja, komm. Ja, wenn ich so auf die Uhr schaue und wenn ich die Route einhalten möchte, die ich vorhin schon mal so angesprochen hatte... Dann, denke ich, müssen wir dann doch wahrscheinlich in der nächsten Pause noch, in der nächsten Folge noch weitermachen. Aber ein paar Minuten haben wir noch bis zur nächsten Pause. Zwischen den Folgen. Ja, das ist hier immer ein ziemlich weiter Weg zur Railroad hin. Also die Railroad nochmal, das ist dann nicht unbedingt das Handelsding. Und man muss durch zwei Türen gehen. Das heißt, man hat zweimal den Ladebildschirm, zweimal also das Risiko auch, dass der Titel abstürzt. Ja, da möchte ich gar nicht wissen, wie sich das verhält hier. Das liegt ja jetzt nicht am Titel, das wird an meinem Rechner liegen. Da will ich aber gar nicht wissen, wie sich das verhält mit dem Titel, wenn mal...
wenn wir mal mit Mods anfangen. Ach, Tüftel Tom, der wird doch jetzt nicht schlafen, Bist oder? Bist du wirklich den Weg der Freiheit gegangen? Allein? Da steht. Du musst vorsichtig sein, Mann. Das Institut ist überall. Entschuldigung. Brauchst du irgendwas? Genau. Zeig mal, was du da hast. Hier kriegst du alles, mein Freund. Zeig mal, was du da hast, Tüftel Tom. Alles bekommen wir bei ihm? Na ja, das wollen wir doch erstmal sehen jetzt. Ah, die Plasmagranate, nicht schlecht. Ein gutes Gauss-Gewehr, aber schon verbessert. Schön, schön. Tja, aber der Preis. Na, ist doch egal, wir haben doch unser Wasser dabei. Okay, abgemacht. Gepanzerte Baseballkleidung. Na, du bist mir ja auch einer. Das gepanzerte rote Kleid, da haben wir doch schon was. Ja, aber dann weiß man ja auch nicht, wie gepanzert das ist. Wahrscheinlich auch noch nicht hervorragend gepanzert. Also, wahrscheinlich nicht MK5 oder was kann man da machen? Auch die Stealth Boys nehmen wir mal, wenn wir schon mal hier sind. Denn ich glaube, wie gesagt, sonst hat er wirklich nichts. Die Milas. Ja, warum verkauft er die? Was können wir damit machen? Außer so zu Deko-Zwecken in die Ecke stellen. Gut, das ist interessant. Was hat er hier? Bleifedern, Schaltkreise und Schrauben. Das ist es noch nicht so ganz. Aber Brennstoff hat er auch. Ja, Brennstoff nehmen wir doch alles hier von dir. Kumpel. Vielleicht noch ein paar Plasmakartuschen, aber sicher doch. Ich sehe schon, da werden wir wieder abladen können wie die Weltmeister. Wahrscheinlich brauchen wir eine ganze Folge oder zwei, drei Folgen, um nur abzuladen nachher. So bekomme er doch auch ein bisschen was für seine Sachen. Kronkorken. Wasser gegen Kronkorken, meine ich. So herum. Dankeschön, Tüftel-Tom. Wir gucken hier nochmal auf das Bild und versuchen uns die ganzen Symbole zu merken. Okay. Warum ist hier eigentlich Gefahr, wenn man hier steht? Ach so, weil hier die Schießübungen gemacht werden. Ja, dann haben wir hier aber noch einen Doktore. Der Handel betreibt. Die Welt, oh, Glory! Ist gefährlich. Für jeden, der mir im Weg steht. Ja, ich hatte ja Glory, hätte ich ja gerne mal als mal hatten wir sie schon als Begleitung, aber so regelmäßig. Harrington. Öfter mal. Ich bin sehr beschäftigt. Sofern du keine ärztliche Hilfe benötigst, wende dich bitte an jemand anders. Ach, Carrington, hast du was zu handeln? Ich könnte ein paar Vorräte gebrauchen. Okay, aber übertreib es nicht mit den Camps. Moment, nicht so schnell. Antibiotika wollen wir doch haben, Blutpakete und Kräuteraufputschmittel auch. So, das reicht aber erstmal. Knochensäge, er hat Desinfektionsmittel und das war's schon. Er hat nur Desinfektionsmittel, nicht mal Glas hat er. Also ein bisschen ein Reinfall ist das hier mit der Railroad dann ja schon. Die anderen Ärzte haben doch alle Glas. Oder? Meine ich das jetzt nur? Naja, unsere eigenen vielleicht nicht. Das habe ich jetzt nicht so im Kopf, aber... Na komm schon. Eieiei. Ja, bitteschön. Dann sind wir aber auch sofort mal wieder weg hier. Es sei denn, dass der Mona... Für jeden Cent, der es rausschafft, gebe ich eine Runde aus. Der Neuaufbau braucht Zeit. Aber wir haben die Männer und Frauen, um es zu schaffen. Desdemona. Wenn du was brauchst, nimm's dir. Dafür ist es ja da. Ach was. Ja, haben wir schon gemacht. Hier ist nichts mehr zum Einsammeln. Ich dachte, irgendwann stellt irgendwer wieder alles voll hier, aber dem ist nicht so gut. Dann verschwinden wir. Aber das Gute hier ist, ja, man kann hier wenigstens mal schlafen gehen und wahrscheinlich kann man auch seinen Kram dann hier lassen. Gut, solange wollen wir nicht schlafen, nur für den Notfall wieder einen Speicherpunkt anlegen. Und weiter geht's Richtung Good Neighbor.
Auch hier hat niemand was wieder hingelegt, oder? Das haben wir irgendwann mal dummerweise rausgenommen und... Oh, ja, und das ist auch gut, dass man hier gleich das Wässerchen auffüllen kann. Allzu viele Flaschen dürften es nicht sein jetzt, obwohl wir schon einige Male Schrott gekauft haben bei den ganzen Händlern. So, das war's auch schon dann. Wasser haben wir mitgenommen. 10.000 Teile Wasser. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin mal gespannt, was so in den anderen großen Siedlungen, den großen wasserproduzierenden Siedlungen, was wir da drin dann bekommen. Zum Beispiel Nordhagen Beach und bis jetzt noch Finch Farm. Ja, oder der Slog, ja, die sind ja alle ziemlich gut bebaut im Momentan. So ähnlich werden wir es ja auch dann be... Steht da oben einer? Oder hängt da einer? Der hängt da. Hing der schon immer da? Oder ist mir... Oder ist der neu? Ist mir das wirklich nie aufgefallen? Also, dass da so komisch einer hängt, ja, okay, aber kann es nicht sein, dass das hier neu ist? Kann man den anstupsen? Ausräubern? Ja, der baumelt einfach nur so. Ausräubern geht auch nicht, na gut. Die Uhren sind alle zur gleichen Zeit stehen geblieben, was? Hier müssten wir doch einen relativ schnellen Handel hinbekommen. Na was? Brauchst du was zum Entspannen? Fred Allen, Hotel Rexford. Er hat genau das... Ich hoffe, du kaufst was. Selbst ein Mädchen mit einem ganzen Waffenarsenal muss sich schließlich seinen Lebensunterhalt verdienen. Ja, das hoffe ich doch auch. Handeln wir ein wenig. Ja, ich schaue es mir an. Eine Waffe für jede Gelegenheit. Ah, na, wir kaufen jetzt aber nicht hier jedes Mal... Was war das denn gerade? Oh, ich glaube, ich leide schon unter Halluzinationen. Da war nichts Besonderes dabei hier. Na, ich habe irgendwas gerade gesehen. Na, dann habe ich doppeläugig geguckt. Moment! Du hast ja gar kein Wasser. Du hast ja Wasser, du hast ja gar nichts. Ich habe nichts zu verschenken. Irgendwas mit zwei Läufen habe ich da gesehen. Also so wie ein Schrotgewehr, aber mit oben und unten einen Lauf. Ich weiß auch nicht. Ist irgendwie meiner Fantasie entsprungen. Ja, wir brauchen nichts. Wir gehen hier nur schlafen. Denn sonst kommen wir so schnell nicht weiter. Ja, einmal ballistische Faser brauchen wir wenigstens noch von hier. Kent, alles gut? Hi. Es war einfach toll, Shroud in Aktion zu sehen, auch wenn es nur kurz war. Schade. So, dann nochmal ab in die Falle und zwar bis zum nächsten Morgen. Ich hoffe, dann haben die Leute auch wieder was. Wenn
Sie nichts haben sollten am nächsten Morgen, ja, dann gehen wir hier natürlich nochmal schlafen. Schön wäre das allerdings nicht so ganz. Das verzögert dann die ganze Aktion noch. Also bis zum Vault 81 kommen wir nicht mehr. Vielleicht schaffen wir es gerade noch irgendwie nach Diamond City. Aber Handel betreiben werden wir dort wahrscheinlich dann jetzt auch nicht mehr können. Ja, ja, sei es drum. Gehen wir erstmal nach Cleo und gucken, was sie jetzt hat. Cleo! Ich habe hier für jede Situation die passende Waffe. Jagd, Selbstschutz, kaltblütiger Mord, heißblütiger Mord. Okay. Dann lass mal sehen, was du so hast. Mord und Totschlag zu Sonderpreisen. Na also, es geht doch. Na, dann passt doch alles wieder. So, den vollen Preis für unser Wasser bekommen wir auch. Und wollen wir denn hier nochmal gucken nach einer Plasma-Waffe? Oh, Überladen und Nachtsicht. Das sind doch gleich Sachen, die wir gut gebrauchen können. Und da haben wir es geschafft. Einmal den Akku der Maus leer zu bekommen. Lang ist's her. So. Da geht's doch wieder. Ballistische Faser, aber natürlich doch Blei, Kupfer und Öl. Das nehmen wir alles mit. Und so viel Brennstoff. Na, also die nächste Tour, die nächste Einkaufstour, die wir machen, da können wir dann mit Jet handeln wahrscheinlich. Da müssen wir aber zwischendurch noch sehr viel Jet herstellen dann. Nein, wie es aussieht, schaffen wir gerade noch Good Neighbor vielleicht in dieser Folge. Gut, bitteschön, dankeschön für die Kronkorken, ja? Und Daisy. So, lasse sie uns passieren. Hm. Ich hab nichts zu verschenken. Daisy. Bedeutet mir echt viel, dass du die Bibliothek wieder sicher gemacht hast. Danke nochmal. Und? Bist du hier, um was zu kaufen? Ganz richtig. Handeln wir. Zeig mal, was du so hast. Hält alles, garantiert. Bis es nicht mehr hält. Das habe ich schon mal gehört. Ja, auch sie wird wohl, eine Machete. Wir finden auch immer irgendwas, was wir, wozu wir nicht Nein sagen können. Ach, sie wird doch jetzt, sie wird mit Sicherheit einige schöne Sachen für uns haben. Nochmal die grüne Kapuze. Sie verkauft die grünen Kapuzen hier. Vielleicht ist sie die einzige Händlerin, die das macht. Bärenmentats findet man auch nicht jeden Tag. Markiert lebende Ziele. Ja, da bin ich mal gespannt, ob das im Überlebensmodus überhaupt funktioniert. Denn normalerweise werden die lebenden Ziele nicht mehr markiert im Überlebensmodus. Aber das müssen wir mal ausprobieren, einfach. Brahminfleisch, aber gerne doch Eichhörnchen bissen. Oh, Meierlokfleisch. Von Weichschalen-Meierlok sogar. Da können wir Katzen mit anlocken. Und Whisky. Und der ganze Schrott. Her damit. Gerne doch. Ja. Brennstoff.
Ach, jetzt haben wir gar nicht nach Munition für die Plasma-Geschichten gerade geguckt. Ja, gerade nicht, aber jetzt ist es schon geschehen. Gut, gut. Und sie bekommt Wasser von uns. Noch haben wir ein bisschen Wasser. Noch könnte man, ja, vielleicht eine Runde machen. Also einmal. Damit meine ich einmal Richtung Diamond City. Dort alle Händler besuchen. Vault 81. Und ja, dann das übliche Grey Garden. Drumlin Diner. Und dann wär's das auch. Mehr schaffen wir sicherlich nicht. Gut. Riechst du das? Das ist Freiheit. Ja, ich weiß nicht. Hier kommen auch Dämpfe von unten nach oben. Vielleicht ist das auch was anderes, was du meinst, was Freiheit ist. Aber gut, wenn du meinst, dass es Freiheit ist, dann wird es schon für dich wird schon richtig sein, denke ich. Ham! Treppe runter. Geh den anderen Gästen nicht auf die Nerven. Jawohl. Glas wollen wir doch nur. Mein Klient war sehr zufrieden, wie du das Rattenproblem beseitigt hast. Wenn du was haben willst... Lass mal hören. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Trink nicht mehr, als du verträgst. Wasservorräte. Ja, da denke ich doch auch mal dran, dass wir also unsere Wasservorräte einmal in einer großen Siedlungstour nochmal abholen. Das könnten wir andererseits aber auch Stück für Stück Vielleicht erledigen. Vielleicht schaue ich nachher mal in der Höhle der Erinnerungen vorbei. Ach, dann hat unser Buddy, unser Saufkumpan, vielleicht auch wieder ein paar Bierchen für uns. Buddy! Seien Sie gegrüßt, Kumpel. Ist Ihnen eher nach Gaumen oder nach Zwerchfellfreuden? Ich nehme ein Bier. Ich nehme ein Bier. Kalt und erfrischend. Und in der Tat, zum einen hat er wieder Zeugs und zum anderen haben wir diesmal nur 6 vom eiskalten Gwyneth Pale und dann nochmal 6 vom eiskalten Gwyneth Stout. Also hat sich diesbezüglich doch etwas getan, es variiert. No, beim letzten Mal hatten wir eiskaltes Gwyneth Pale 6 und eiskaltes Gwyneth Ale, glaube ich. Und da tut sich also was. Es ist zufällig. Halbwegs. Naja, hier brauchen wir ja nichts zu bezahlen. Danke nochmal, dass du diesen Job bei Lucigen übernommen hast. Diese Verbindungen sind echt kompliziert, aber ich komme schon noch dahinter. Naja, egal. Brauchst du ein paar Camps? Ja, handeln wir ein wenig. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Du wirst es lieben. Vertrau mir. Na, wenn du das sagst...
Rufus. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ich schaue mir dein Angebot mal an. Ich schaue mir das Angebot mal an. Ich zeig dir, was ich habe. Und Brennstoff auch. Sehr schön. Oh. Ach, das sollte aber immer noch reichen. Ist ja doch schon ganz schön wenig geworden mit dem Wasser hier. Dankeschön. Schön, Sie wieder. Und dann darf ich mich an dieser Stelle bedanken. Für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.